Da ist 3 Monate lang Funkstille von meinem quasi wöchentlichen Podcast Wild True. Und dann komme ich zurück mit so einem Titel. Studium, nimm's nicht zu ernst. Nun, der Fall scheint klar. Es gibt eigentlich 2 Alternativen. Nummer 1, ich befinde mich am Ende meines Studiums, habe keinerlei Kraft mehr, habe die Füße hochgelegt und versuche mich irgendwie noch durch die letzten Prüfungen durchzuschlafen. Und dann ist aber auch mal gut mit dem Studium. Oder Alternative 2, ich bin jetzt am Ende meiner Studienzeit doch noch, ich sag mal, unter die grünen Studenten gegangen. Und nach 18 Uhr nehme ich im Allgemeinen nicht mehr alles sehr ernst. Tja, ich muss euch leider enttäuschen, weder Alternative 1 noch 2 ist richtig. Dennoch steckt ein bisschen was hinter diesem Titel. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Wild True. Das hat ja schon fast geklungen, als wäre es eingeübt gewesen. Es war der allererste Versuch. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode des Podcasts. Ja, ursprünglich mal wöchentlich gedacht, gab es jetzt eine 3-monatige Pause. Warum dem so ist, erörtern wir heute. Aber eigentlich ist das Thema noch viel größer. Studium, nimm's nicht zu ernst. Das ist ja schon fast sowas wie eine Kampfansage, die sagt, okay, studieren, das ist easy, das schaffst du nebenbei. Ach, nimm's nicht zu ernst, lehn dich zurück, das ist doch alles sowieso nicht ernst zu nehmen. Aber nee, das möchte ich damit nicht aussagen. Was ich aussagen möchte, ist, dass es Menschen gibt wie mich, die manchmal Dinge zu ernst nehmen. Ich weiß nicht, was für ein Typ Mensch ihr so seid. Ob ihr so sehr zielstrebig unterwegs seid, ob ihr eher so ein bisschen lässig, ach, das wird schon, ich bin da optimistisch. Ob ihr extrem pessimistisch seid und immer nervös werdet oder ob ihr eher so die faule Sau ist, die halt, naja, also was, es ist seit 4 Monaten Vorlesungszeit? Oh. Dann muss ich mich ja vielleicht mal mit Prüfungen, ich weiß ja nicht, also ich könnte mal, ja. Ich weiß nicht, was ihr für ein Typ Mensch seid. Ich kann euch sagen, was ich für einer bin. Und zwar bin ich zielstrebig, motiviert und manchmal ein bisschen zu enthusiastisch. Es ist ja so mit dem Enthusiasmus, der hat 2 Seiten. Auf der einen Seite hilft dir diese Eigenschaft natürlich extrem, auf Dinge hinzuarbeiten. Du kannst wie in so einem Tunnelblick alles andere ausblenden und dich sehr auf ein Ziel fokussieren. Auf der anderen Seite wirst du aber auch nie zufrieden sein. Wenn du dieses Ziel mal erreicht hast, dann kommt das nächste. Und so ist es ja, 2 Seiten einer Medaille. Und vor allem sind gerade solche Menschen wie ich extrem gut dafür veranlagt, sich von Dingen zu verrückt machen zu lassen. Wenn ich also in diesem Video sage, Studium nimm's nicht zu ernst, meine ich damit nicht, sich zurückzulehnen und das dritte Bier zu öffnen, sondern ich meine gerade solcher Überenthusiasmus, sich zu sehr auf Ziele konzentrieren und gerade auch mit allem, was dazu kommt, mit Fehlern nicht umgehen können und so weiter, das ist nicht das Beste. Und um das ein bisschen besser zu motivieren, habe ich ein paar Beispiele gesammelt, wo das überall im Studium auftreten kann. Und das sind Beispiele, die ihr garantiert alle kennt. Beispiel Nummer 1, erstes Semester, erste Vorlesung. Die ist ja meistens noch handsam. Der Prof begrüßt einen, hallo, liebe Erstis, hier ist eine kleine Wiederholung, wir wiederholen schnell. Mathe von der 5. bis zur 12. Klasse in 10 Minuten. Soweit alles in Ordnung, aber dann kommt der neue Stoff. Und naja, du fühlst dich minimal abgehängt. So ein klassisches Phänomen ist das, also ich weiß nicht, es ist nur so ein Gerücht, aber dass bis Weihnachten die Hälfte der Erstis wieder aufgehört haben zu studieren. Ich habe keine Ahnung, was die tatsächlichen Zahlen sind, aber Tatsache ist, viele kommen aus den Weihnachtsferien nicht zurück. Da fängt Oktober das neue Semester an und ja, bis Dezember, bis das erste Mal dann wirklich so ein 2-Wochen-Break in der Vorlesungszeit ist, sind die meisten schon so ausgelaugt und überfordert, nehmen die Dinge sehr ernst, dass sie es gar nicht mehr weiter probieren. Ob das die Lösung ist, ich weiß nicht. Denn eine Sache, die die Tutoren uns in der O-Phase, also außer Bier trinken, beigebracht haben, ist, du wirst bis Weihnachten erstmal gar nichts verstehen. Oder ein Spruch, den ich auch super oft gehört habe, ist, Mathe kann man nicht verstehen, an Mathe kann man sich nur gewöhnen. Und sie hatten recht. Nach Weihnachten ging es dann bergauf und man hat die ersten Sachen verstanden und die Übungsblätter wurden ein bisschen einfacher. Und ja, man hätte vielleicht gut getan, sich davor nicht zu verrückt zu machen, es davor nicht zu ernst zu nehmen. Nun gut, da hat man irgendwie das erste Semester überlebt, so weit, so gut. Und jetzt kommen wir zum nächsten Beispiel, die erste Prüfung. Ja, man hat ja gerade eben das Abi hinter sich. Man ist sehr zuversichtlich, man hat die schwierigste Prüfung seines Lebens bereits geschafft. Dabei war das nur das, naja, das war quasi die Einleitung, denn man bemerkt dann, oh, Uni-Prüfungen, die sind ja genauso schwer wie das Abi oder teilweise noch schwerer. Und das macht einen natürlich dann auch dementsprechend verrückt. Ich weiß noch, wie wir uns wochenlang auf die erste Prüfung, bei uns war das damals Grundbegriffe der Informatik, vorbereitet haben. Und ich weiß auch noch, wie wir am Abend nach der ersten Prüfung gefeiert haben, dass wir alle unseren Studienplatz verloren haben. Das ist jetzt nicht so dahergesagt, damit sich das toll anhört, weil wir haben tatsächlich am Abend gefeiert, so, ja Leute, das war's, denn wir sind alle durchgefallen.
Natürlich ist keiner von uns durchgefallen, auch wenn die Noten jetzt nicht so wahnsinnig gut waren. Und auch dort hätten wir vielleicht gut daran getan, uns nicht ohne Grund unnötig verrückt zu machen, Dinge am Studium nicht so ernst zu nehmen. Nächstes Beispiel, ich habe davon noch ein paar. Regelstudienzeit. Toller Begriff, oder? Regelstudienzeit. Das bedeutet, da hat mal jemand entworfen, wie du dich durchs Studium arbeiten kannst, welche Vorlesungen du wann ungefähr machen kannst, sodass du nach einer fixen Zeit fertig bist. Regelstudienzeit als Begriff ist für einen als Student eigentlich nur in zwei Situationen wichtig. Nummer eins, du willst dich irgendwo bewerben, wo tatsächlich Wert drauf gelegt wurde, dass du in der Zeit durchkommst, oder du hast irgendwo anders einen Zeitdruck her, wo dir jemand gesagt hat, du musst bis dahin fertig sein. Oder Punkt Nummer zwei, und das ist eigentlich dasselbe, BAföG. Also, dass man quasi nur während der Regelstudienzeit Geld bekommt und ansonsten, also gut, es ist nicht so, als könnte man BAföG nicht auch verlängern. Ich kenne da einige Leute, die haben sich klug angestellt und dann bekommt man auch länger BAföG. Ist natürlich immer ein bisschen mit Behördenkacke verbunden und ja, das wäre eigentlich auch mal Inhalt für einen eigenen Podcast, weil also das ganze BAföG-System und wie man Geld bekommt und wegen alles und wegen was man alles kein Geld bekommt, nun ja, das ist eigentlich ein komplett anderes Thema. Aber ja, ansonsten Regelstudienzeit, also ich weiß ja nicht. Das ist jetzt super subjektiv, denn ich kann nur von mir und meinen Freunden und allem uns herumreden. Aber ich kenne tatsächlich keine einzige Person, die ihr Studium, egal ob Bachelor oder Master, in der Regelstudienzeit beendet hat. Es gibt sie, ohne jede Frage. Das hier ist nicht objektiv, aber ich kenne sie schlichtweg nicht. Also bei uns ist das so, dass der Bachelor Informatik 6 Semester Regelstudienzeit hat und der Master 4 Semester. Und ich bin jetzt aktuell ich komme jetzt ins 14. Semester. Also ich habe auf jeden Fall im Bachelor die Regelstudienzeit weit überschritten. Und am Ende des 8. Semesters, wo ich eigentlich fertig wollte, war das Deutsch, habe ich dann gemerkt, scheiße, wenn ich jetzt tatsächlich in 8 Semester fertig werden möchte, dann muss ich jetzt voll reinlangen und werde scheiß Noten haben und nicht gerade ein gutes Leben und werde mich verrückt machen. Zu der Zeit war ich nämlich schon ein bisschen fertig, weil ich davor schon super viel Stress mit allem Möglichen hatte. Ja, habe dann neuntes Semester gemacht und mich auch dementsprechend wieder verrückt gemacht. Jetzt zurückblickend, das ist scheißegal, auch im Master jetzt. Ich habe die Regelstudienzeit schon wieder überschritten. Komme jetzt ich bin aktuell noch im 5. Semester. Es ist ja noch 2 Wochen, ist ja noch Vorlesungszeit, nicht wahr? Auch wenn der letzte Podcast in der ersten Woche war, also wirklich 2,5 bis 3 Monate her. 2 Wochen Vorlesungszeit ist noch. Und bei mir ist es ja so, also ich bin ja tatsächlich ziemlich kritikresistent, was bei mir die Länge des Studiums angeht, weil guckt euch mal um. Also ich habe halt nebenher auch gearbeitet. Ich beziehe keinen BAföG oder so, also das ist bei mir auch kein Punkt. Ich habe mir währenddessen was Eigenes aufgebaut, habe hier mindestens genauso viel gelernt wie im Studium selbst, weil ich meine, dieser ganze unternehmerische Aspekt und Video bauen und zum Beispiel auch solche kleinen Dinge, wie so ein Skript schreiben für so einen Podcast jetzt hier, was sich jetzt gerade eben da drüben auf dem Whiteboard befindet. Da lernst du natürlich auch die ganze Zeit durch. Man sollte wirklich, und das habe ich in anderen Podcast-Episoden schon gesagt, man sollte wirklich nicht der Meinung sein, nur weil man jetzt auf dem Papier studiert, ist man danach ein kluger Pimpfke. So läuft es einfach nicht. Studieren ist da einfach irgendwo eine Lebenserfahrung. Aber letztlich ist es auch wieder hier so, Regelstudienzeit oder nicht, man sollte sich an der Stelle nicht verrückt machen, Dinge nicht überdramatisieren und zu ernst nehmen. Und das geht auch wieder Hand in Hand mit der Episode, ich weiß nicht, drittletzte Episode oder sowas, wo es ums wissenschaftliche Schreiben ging. Denn Abschlussarbeiten sind natürlich auch sowas, wo man sich ja, sehr schnell verrückt macht. Ich kann das auch verstehen. Also ich war bei der Bachelorarbeit selbst so, oh mein Gott, ich muss 40 Seiten schreiben oder so. Oder auch bei der vorbereitenden Arbeit, bei uns hieß das Pro-Seminar, war ich natürlich auch so, oh mein Gott, ich muss jetzt 13 Seiten schreiben, oh Hilfe. Und jetzt im Master war das irgendwie, musste ich 20 Seiten für meine letzte Seminararbeit, wo ich hiervon berichtet habe, schreiben. Und ja, ich muss sagen, seit der Bachelorarbeit war bei mir, also habe ich meistens die Seitenzahl von oben gesehen und nicht mehr von unten. Und mein eigentliches Problem war da nicht, oh, ich muss so viel schreiben, sondern oh scheiße, ich habe nur so wenig Platz. Ich muss mich ja kurz fassen. Also auch da ist es so, in solche Dinge kommt man rein. Ein verbreitetes Phänomen ist ja, dass man so dieses, es hat einen Namen, ich habe keine Ahnung, das Problem der weißen Seite. Also du hast irgendwie so ein leeres Blatt Papier und dann musst du anfangen. Und auch hier, mach dich nicht verrückt, nimm es nicht zu ernst. Mach dir halt eine Notizenliste oder irgendwas anderes, wo du drauf aufbauen kannst. Also was ich zum Beispiel immer mache, ist quasi Quellen Stück für Stück durcharbeiten, dann alle Notizen ineinander kopieren, sodass es irgendwie was ergibt. Und natürlich die Zitate mitnehmen, ansonsten hast du andere Probleme. Aber dazu mehr in der Episode dazu. Wie gesagt, wissenschaftliches Schreiben, auch irgendwo hier in diesem Podcast. Und dann kannst du daraus Fließtext machen. Und das ist natürlich eine Übungssache, aber wiederum nichts,
wo man sich zu verrückt machen sollte. Jetzt aber an der Stelle mal kurz einen Break. Jetzt hatten wir doch etliche Beispiele und ich bin mir ganz sicher, dass einige von euch, die anfangen zu studieren oder studiert haben oder gerade mittendrin sind, sich in mindestens einem dieser Beispiele oder viel eher in allen diesen Beispielen wiedergefunden haben. Aber warum hat diese Episode den Titel Studieren nimm's nicht zu ernst? Nun, der Grund, der ist super aktuell. Ich befinde mich jetzt gerade am Ende meines Masters. Das hier aktuell ist mein letztes Vorlesungssemester. Bedeutet, in dem nächsten Semester will ich eigentlich noch meine Masterarbeit schreiben und dann bin ich durch. Das bedeutet aber auch, ich habe noch ein paar letzte Prüfungen und habe mich so umgeguckt, was man ansonsten noch so machen kann und habe ein Zertifikat entdeckt, das zertifiziert, dass du kein Fachidiot bist. Dass du also aus verschiedenen Ecken der Informatik, weil Informatik ist ja ein ultra breites Gebiet, da gibt es die Datenanalysten und die Machine Learning Leute und die Software Engineers und die Krypto-Leute und so weiter und so fort. Da gibt es viele verschiedene Ecken, wo du etwas machen kannst. Und dieses Zertifikat sagt einfach nur, du hast aus all diesen Ecken mindestens mal einen Baustein genommen und dich dahin weitergebildet. Und dieses Zertifikat hätte ich gerne gehabt. Da geht es wirklich nicht darum, dass ich jetzt irgendwie deswegen, vielleicht hat man deswegen bessere Berufsaussichten, so keine Ahnung. Darum ging es mir gar nicht. Es war einfach so ein Haben-Wollen. Und was mir im Master eben noch gefehlt hat, war eine Vorlesung zum Thema Sicherheit. Und das habe ich auch in der letzten Episode gesagt, dass ich dieses Semester eine Vorlesung zum Thema Sicherheit, und zwar symmetrische Verschlüsselungsverfahren, belegt habe. Ich habe schon sehr am Anfang gemerkt, obwohl ich jetzt Sicherheit nicht super unspannend finde, ist die Vorlesung eigentlich nichts für mich. Also es ist schon durchaus spannend, so zu sehen, wie so Verfahren funktionieren, aber das ist auf so einem Low-Level-Ding, dass du wirklich dich mit Bits unterhältst. So dieses Bit wird dann hier durch diese falsche Struktur und diese F-Box so und so durchgeschickt und deswegen kann man es am Schluss dann nicht mehr lesen. Aber wieder zurück entschlüsseln, das ist ja ganz wichtig. Ich meine, verschlüsseln ist schön und gut, aber wenn du mit dem Chiffrat nichts anfangen kannst, dann ist irgendwie die Also das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Und das war so Low-Level, dass ich mich halt nicht nur auf dem Gebiet halt gar nicht ausgekannt habe, sondern halt auch gar keinen Bezug dazu gewinnen konnte. Und da habe ich mich jetzt aber vor einer Woche zur Prüfung angemeldet, denn ich wollte das durchziehen. Und dann habe ich beim Üben gemerkt, es ist nicht nur so, dass mir das nicht liegt, sondern es ist so, dass mir das überhaupt nicht liegt. Und dass die Grundlagenvorlesung, die dafür wirklich unabdingbar ist, bei mir schon ein paar Jahre zurückliegt und ich in der begrenzten Zeit bis zur Prüfung nur sehr schlechte Chancen habe, das so zu bestehen. Und das hat mein ganzes Grundgerüst natürlich ein bisschen ins Wackeln gebracht. Man könnte jetzt sagen, ach, der erzählt hier von den Beispielen vom ersten Semester und der ersten Abschlussarbeiten, weißt du was ich, der ist doch unfehlbar, der hat doch all diese Sachen doch schon durchgemacht. Ja, von wegen, Leute. Ich bin erst am Anfang der Woche wieder genauso auf die Schnauze gefallen. Da sitzt du da und hast dir einen sehr strengen Zeitplan gemacht für dein letztes Mastersemester. Danach kommt nur noch die Masterarbeit und dann bist du fertig. Und du hast all diese Erfahrungen schon gemacht. Und trotzdem fällst du wieder auf die Schnauze und merkst, ich kann diese Prüfung nicht. Also gut, ich muss mal klarstellen, ich hätte diese Prüfung schon machen können. Also es ist jetzt absolut kein unmögliches Ding. So schlimm ist Krypto jetzt auch nicht. Aber mir hätten halt ein paar Effekte gefehlt, zum Beispiel dieser Synergieeffekt. Wenn du in einem Themengebiet schon drin bist, ja, schon ähnliche Prüfungen dazu hattest und so weiter, dann hast du ein Grundverständnis für dieses Thema. Und das wird sogar noch besser, du hast dann auch überlappende Themengebiete, hast also viele Dinge schon gehört. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich hatte jetzt das zweite Ergänzungsfach BWL, da war fast nichts Neues mehr. Die ganzen Ideengenerierungssachen und wie Unternehmen mit Wissen umgehen und was weiß ich, was es da alles gibt, das habe ich alles schon mal in anderen Kontexten und anderen Sprachen schon mal irgendwo gehört. Ist jetzt da drin und denkt bei jedem zweiten Satz, kenne ich schon. Das ist geil, das ist ein einfaches Leben. Wenn du aber was komplett Fachfremdes machst, wie ich jetzt mit dieser symmetrischen Verschlüsselungstechnik, dann hast du all diese Effekte nicht und das hat es zusätzlich erschwert. Ja, und hier kommen wir wieder zurück zum Hauptthema Studium, nimm's nicht zu ernst. Denn ich war natürlich dementsprechend niedergeschlagen, als ich bemerkt habe, ich kann diese Prüfung nicht machen und ich kann damit wohl auch meinen Zeitplan, den ich mir gesetzt habe, um rechtzeitig mit allem fertig zu werden, nicht einhalten. Bei mir ist es jetzt nicht so ernst. Ich meine, es ist noch Platz. Also es gibt noch weitere Semester, die ich quasi ausfüllen könnte, aber ich möchte nicht mehr. Ich möchte auch gerne irgendwann mal mit Studieren fertig sein. Ich meine, diese ganze Geschichte hier macht ja Spaß, aber einen fertigen Abschluss zu haben und danach mal weiterzumachen und man munkelt, man hat danach einen Job. Ja, ganz verrückte Geschichte, ja, ja. Das wäre halt auch mal irgendwie ganz geil. Und dementsprechend verrückt gemacht habe ich mich dann auch. Nun, das hat Gott sei Dank nicht lange gewährt. Mittlerweile, also das ist wirklich so eine Geschichte, dass wir auch wieder Zeit für einen eigenen Podcast oder für ein ganz eigenes Video.
Ich habe tatsächlich in letzter Zeit viele Dinge gemacht, um so ein bisschen, sag ich mal, ausgeglichener zu werden. Dazu auch später noch mehr. Es hat mich jetzt nicht lange verrückt gemacht, aber dennoch genug, um das quasi jetzt hier als Thema für dieses Video zu nehmen. Wie ist die Geschichte ausgegangen? Nun, eine Woche später, also aka heute Nachmittag, habe ich mich von der Prüfung wieder abgemeldet. Ich hätte sogar noch extra ein Buch gelesen, alles wieder zurückgegeben. Prüfungsprotokolle werden jetzt demnächst beim nächsten Lagerfeuer vernichtet. Nee, Spaß. Aber also das ist Geschichte so. Ich kann die nicht machen, aber die Story wird sogar noch besser. Ich habe dann mal die Zertifizierungsstelle angefragt. So, hey, ist das schlimm, wenn ich eigentlich im Bachelor die ganzen Sicherheitsvorlesungen schon gemacht habe, aber im Master nicht? Nö, es geht ja nur darum, dass du die gemacht hast. Also bottom line ist, ich bekomme das Zertifikat, so wie es aussieht, wohl trotzdem. Und habe mich jetzt hier, ja, 2 Tage unnötig verrückt gemacht. Also, was ist das Resümee von diesen ganzen Beispielen? Es ist nun mal so, dass man irgendwo im Studium sich in einer gewissen Überforderungssituation befindet. Irgendwie, auch wenn man so oft diese Fehler gemacht hat, man kommt irgendwie wieder zurück an diesen Punkt. Und deswegen erzähle ich diese Geschichte hier auch. Denn diese Schwäche, sich einzugestehen, ist der erste Schritt zur Besserung. Und wo wir gerade von Besserungen reden, genau darüber möchte ich jetzt in den nächsten Minuten reden. Denn ich habe mir auch so ein paar Punkte aufgeschrieben, was man alles machen kann, um genau mit solchen Situationen fertig zu werden. Nummer 1, ich habe es quasi gerade schon angesprochen. Ja, werd dir bewusst, dass dem so ist. Das ist wirklich eine Sache, also vielleicht bin da auch wieder nur ich so, aber sich selbst anlügen ist so einfach, nicht wahr? Also es ist so einfach, in einer wunderschönen, perfekten Welt, die aber nicht der Realität entspricht, zu leben. Und dann bemerkst du, scheiße, ich habe meinen Tunnelblick angehabt und es ist gar nicht so, wie es ist. Sich bewusst werden, dass man sich gerade vielleicht etwas unnötigerweise verrückt macht, ist gut. Sich zu verurteilen dafür aber nicht, denn man muss ja irgendwie damit klarkommen. Und dazu klemmen, zu sperren, das ist keine Lösung. Man bekämpft Druck nicht mit Gegendruck, sondern indem man ihm aus dem Weg geht. Das ist so ein klassisches Prinzip, lustigerweise auch von Kampfkunst. Ich glaube zum Beispiel Wing Chun Kung Fu macht das so, wenn du irgendwo auf Druck stößt, dann gehst du dem aus dem Weg. Ich muss es wissen, ich hatte immerhin 10 Jahre oder noch mehr Kampfkunst gemacht. Also es liegt schon ein bisschen zurück. Mittlerweile könnte ich wahrscheinlich eine Ameise zertreten und das wäre es dann auch, aber mich nicht mehr verteidigen damit, sage ich mal, aber da ist es auch eins der Prinzipien, die du so hast, wie ich mich bewege, Alter. Alle, die den Podcast nur auf Spotify verfolgen, verpassen wirklich was. Nee, okay, das ist so eine der Geschichten, sich das bewusst werden. Wenn man in einer Gruppe unterwegs ist und die sind alle in Regelstudienzeit und haben immer nur Einsen und so weiter, könnte man der Meinung sein, boah, scheiße, ich bin der einzige Versager. Aber ganz wichtig, wissenschaftliches Prinzip, aber auch für das ganze Leben interessant, Beobachtung und dann Deutung. Wenn ich beobachte, alle um mich rum sind voll gut, haben überall Einsen, fallen nicht durch Prüfungen durch, haben nie Probleme, dann ist das eine Beobachtung. Und das heißt deswegen nicht, dass es immer so ist und dass es überall so ist und dass ich der Einzige mit Problemen bin. Ich habe gerade schon angesprochen, Hilfe ist natürlich auch immer so eine Sache. Geht natürlich auch wieder auf verschiedenen Ebenen. Nummer 1, man kann so einen Podcast machen wie ich, nicht Spaß. Also das ist so die extreme Form der Selbsthilfegruppe, was ich hier gerade aufbaue. Hoffentlich auch ein bisschen in den Kommentaren. Nein, Nummer 1 natürlich, sich mit Freunden drüber unterhalten. Und ich sag mal, wenn das jetzt nicht die super arroganten Pimpfkes sind, die in ihrer sehr perfekten Welt ohne jeglichen Fehler oder Schmutz leben und so, nein, du musst das schaffen, so, es geht gar nicht anders, dann werden die sehr verständnisvoll sein, denke ich. Es gibt natürlich auch andere Formen der Hilfe, gerade natürlich, also es ist schon, es soll vorkommen, habe ich mir sagen lassen, dass Studenten Probleme mit ihrem Studium haben. Ich glaube, das ist sogar eher der Normalfall. Also ich habe schon mal gehört, es gibt Leute, die haben nicht so das perfekte Studium, aka quasi fast jeder. Und deswegen gibt es natürlich auch an den ganzen Hochschulen und Unis tatsächlich Einrichtungen, wo man sich Hilfe holen kann. Sowohl persönliche Hilfe für den sehr konkreten Fall, so hey, ich befinde mich im 8. Semester und ich habe schon wieder nicht geschafft, alle Prüfungen zu machen. Oder hey, ich habe ein Problem, immer wenn ich irgendwie in der Prüfung was nicht schaffe, dann mache ich einen Podcast darüber. Ja, okay, also das ist so, die gibt es. Auf der anderen Seite natürlich auch sehr allgemeine Hilfe, sage ich mal. Solche Sachen wie Seminare, lange nach der Abschlussarbeit gibt es bei uns zum Beispiel, wo man dann wirklich mit Hilfe versucht, an seinem Kram zu schreiben. Begleitende Sachen zu Abschlussarbeiten dazu, Coachings. Es gibt so wahnsinnig viel. Es ist wirklich keine Ausrede, deswegen aufzugeben, weil man keine Hilfe findet. Wenn man keine Hilfe möchte, gibt es immer noch anonyme Sachen, sage ich mal, wo man sich hinwenden kann. Also auch hier, das Angebot ist zumindest, kann ich das von unserer Uni sagen, tatsächlich da. Man muss sich nur wieder bewusst werden und dann darauf einlassen.
Denn was ist die Alternative? Ich habe das auf meinem Skript, auf meiner Tafel als Abwärtsspirale der Überforderung genannt. Es gibt ein sehr gutes Video, vor ein paar Tagen rausgekommen, von Matt Diavella. Das ist ein englischer Creator, der sehr viel so zum Thema Minimalismus und Work-Life und allgemein Life-Balance macht und so weiter. Der hat da vor kurzem auch drüber gesprochen. Es gibt so die primäre Angst, die primäre Überforderung. Ich schaffe diese Prüfung nicht. Und dann merkst du, scheiße, ich bin überfordert. Und dann bist du davon auch noch überfordert. Die sekundäre Angst quasi. Und ja, dann geht das immer weiter bergab. Also das ist wirklich ein Teufelskreis, den es irgendwo zu durchbrechen gilt. Und eine Lösung, wie man dem vorbeugen kann, sind natürlich sich Pläne zu machen. Anfang des Jahres, eins der erfolgreichsten Videos dieses Jahr, die ich gemacht habe, zum Thema Bullet Journal. Tatsächlich hier liegt es auch hinter mir. Das ist meine Art, wie ich Pläne mache. Und ich mache das immer noch jeden Tag. So habe ich einen Überblick. Und Leute, Pläne machen, nicht verwechseln mit sich 10.000 To-Dos für einen Tag. Ihr betrügt euch damit nur selbst. Am Morgen fühlt sich das super gut an. Boah, guck mal, was ich heute alles schaffen kann. Aber euer Unterbewusstsein weiß zu dem Punkt schon, ja, von diesen 10 Punkten schaffst du 2. Naja, vielleicht auch 3, ja. Aber dann ist man fertig damit, ja. Und das ist einfach nur eine Form von Selbstbetrug. Und die Demotivation am Abend ist es definitiv nicht wert. Pläne machen, realistische Pläne machen, das ist Übungssache. Da kommt man einfach rein, das dauert Ewigkeiten. Ich bin tatsächlich mittlerweile sogar recht stolz darauf, dass ich alle Punkte, die ich mir am Tag vornehme, auch schaffe. Das hängt jetzt aber nicht daran, dass ich mega produktiv geworden bin, sondern einfach, dass ich mir weniger Punkte vornehme. Also auch hier, ein gewisser Realismus ist notwendig. Und das ist ganz wichtig, das Aufschreiben. Es gibt einen sehr schönen Spruch, den ich auch wirklich, ja, lebe. Und zwar, das Aufschreiben macht aus Wünschen Ziele. Ich lasse das mal kurz so sacken. Das Aufschreiben macht aus Wünschen Ziele. Morgen fange ich mit der neuen Prüfungsvorbereitung an. Boah, ich bin top motiviert. Das wird der Wahnsinn. So, ich habe ganz genau die Idee, mit was ich anfange. Und dann mache ich die Vorlesung, dann wiederhole ich dieses Übungsblatt. Und dann ist der nächste Tag und du bist im Schwimmbad. Ist auch verständlich, es hat 35 Grad. Und das ist auch alles in Ordnung, bis du abends nach Hause kommst und dich erinnerst, ha, fuck, hätte ich mir das nur aufgeschrieben. Aufschreiben macht aus Wünschen Ziele. Hier so eine Sache. Wir sollten allerdings wieder uns nicht zu sehr verrückt machen. Pläne sind auch dazu da, geändert zu werden. Es gibt noch ein wichtiges Themengebiet, was gerade mit Geschichten, mit Überforderungen und der damit eingehenden vielleicht auch Enttäuschung mit eingeht. Und das ist nicht nur sich das bewusst werden, sondern sich Fehler auch eingestehen. Ich könnte eine ganz eigene Episode hier wieder zum Thema Fehler machen. Aber was wirklich für mich selbst in Fleisch und Blut übergegangen ist und was, glaube ich, wirklich jeden, nicht nur Studenten, sondern auch allgemein jede Person voranbringt, ist das Fehlermachen anzunehmen. Es ist ganz okay, wenn man das erste Mal einen Fehler macht. Das ist auch noch in Ordnung, wenn man das zweite oder das dritte Mal macht. Aber mit jedem Mal, wo man einen Fehler macht, wird es ein bisschen weniger in Ordnung, weil jedes Mal hat man die Möglichkeit, daraus zu lernen. Das ist so ein bisschen auch diese Business-Start-up-Philosophie. Ich höre BWL-Vorlesungen, da wird manchmal so geredet, das tut mir leid. Dass man sagt, ja, ist vollkommen in Ordnung, wenn du auf die Schnauze fällst. So, die ganzen großen Unternehmen wurden auch nicht gegründet von jemandem, der noch auf der blauen, grünen Wiese noch nie irgendwas gemacht hat, sondern es wächst alles aus Erfahrung. Und ja, aus Fehlern lernen ist verdammt wichtig. Aber davor muss ein Fehler erstmal angenommen werden. Man sollte sich dafür nicht verurteilen. Man sollte sich im Allgemeinen für nichts verurteilen, sondern immer optimistisch voransehen und aus Fehlern lernen. Bonuspunkte gibt es an der Stelle, wenn man auch aus den Fehlern von anderen natürlich lernt. Das ist so eine ganz eigene Geschichte. Man ist auch produktiver zum Beispiel und glücklicher, wenn man in einer Umgebung unterwegs ist, wo es auch vollkommen in Ordnung ist, Fehler zu machen. Und es hat auch viel tatsächlich mit Selbstbewusstsein zu tun. Mittlerweile, das habe ich jetzt, da komme ich gleich zu, vor kurzem wieder ein Seminar gehabt und wurde danach von mehreren Teilnehmern gelobt, wie unglaublich sicher ich vor der Gruppe stand, als ich was vortragen musste und wie natürlich das gewirkt hat. Und ich habe wirklich nur eine einzige Sache gemacht. Ich stand vorne und habe mir davor gesagt, wenn du jetzt gleich verkackst, einen Fehler machst, dich versprichst, komisch dastehst, komisch guckst, komisch reagierst, nimm's hin. Und so habe ich es tatsächlich geschafft, dass diese Gelassenheit, die ich mir durch das Akzeptieren von Fehlern gegeben habe, dafür gesorgt hat, dass andere mein Auftreten als besonders sicher wahrgenommen haben. Das ist wirklich das Einzige, was ich gemacht habe. Und das geht auch hier wieder hinein. Dieses ganze Verrücktmachen, diese ganze Headline, der ganze Titel von diesem Video, nimm es nicht zu ernst, lässt sich wieder runterbrechen auf
auf Fehler annehmen und damit umgehen, anstatt sich unnötigen Stress zu machen, um mit dem im Nachhinein nicht klarzukommen. Also ja, um das irgendwie an der Stelle zusammenzufassen, weil das Thema geht jetzt wirklich schon eine halbe Stunde, ist meiner Meinung nach aber auch ein wichtiges Thema. Zwei Lehren habe ich aus der Sache wieder gezogen. Erstens, man sollte wirklich keine Vorlesungen belegen, nur um irgendwas zu erreichen, außer aus eigener Motivation. Wenn man die Wahl hat, sollte man sich immer für Sachen entscheiden, die einen wirklich interessieren. Und ich bin auch wirklich dankbar, dass ich diese Prüfung jetzt nicht mache, weil was ich stattdessen mache, ist eine Prüfung an dem Institut, wo ich auch meine Masterarbeit machen möchte. Etwas, das wirklich sich wieder in das Gesamtbild einfügt, wo ich auch besser drin bin. Pinguin-Prinzip, ja. Wenn du als Pinguin, der ein bisschen watscheln kann, aber viel besser im Wasser ist, in die Wüste gehst, wirst du eine verdammt harte Zeit haben. Und das ist auch egal, wie viel Durchhaltevermögen du hast. In der Wüste siehst du ziemlich scheiße aus. Geh doch lieber ins Wasser. Stärken, stärken, statt sich auf Schwächen überproportional konzentrieren. Das ist so ein bisschen die Geschichte. Hirschhausen hat da was Gutes zu gemacht. Ja, aber damit kann ich das Thema, glaube ich, abschließen. Ich hoffe, ich habe so ein paar Punkte genannt. Ich denke, jeder, der in irgendeiner Form, auch Ausbildung oder Studium, egal wo man gerade eben steht, hat sich hier in vielen Situationen direkt oder indirekt wiedergefunden. Und ja, damit habe ich jetzt gerade echt lange in diesem Podcast über ein einziges Thema, das auch echt aber verdammt wichtig ist, gesprochen. Tatsächlich dieser Titel und das Thema, das kommt jetzt auch nicht nur daher, weil es eben sehr aktuell ist und ich gerade in dieser Woche das wieder selbst erfahren habe. Selbst nach 7 Jahren Studium, man sollte meinen, ich habe den Fehler oft genug gemacht, aber nein, habe ich nicht. Aber, und darauf bin ich echt stolz, ich bin mir diesem Fehlers bewusst, war nicht wirklich lange down. Und ja, jetzt wirklich, also heute habe ich mich jetzt abgemeldet und jetzt ein paar Stunden später kann ich so offen darüber reden. So. Und das ist auch, ich meine, das ist auch so eine andere Sache in diesem Podcast. Ne? Ich mache mich ja auch sehr angreifbar. Ich rede eigentlich super oft durch Schwächen und Sachen, die mir selbst erfahren sind. Und jederzeit könnte quasi einer der tausenden Menschen, die das hier sehen oder hören, auf der Straße hinkommen und sagen, haha. Aber es ist egal so, weil ich in diesem Moment schon darüber stehe. Also wirklich, also mit Schwäche umgehen und so Dinge als natürlich ansehen. Dieses eine Seminar zum Thema Selbstvertrauen hat mir da echt so unglaublich viel gebracht. Auch so im Allgemeinen, da kommen wir jetzt so ein bisschen zu dem, sag ich mal, ein bisschen Meta-Ebene, habe ich in letzter Zeit auch viel, sag ich mal, versucht Ruhe zu finden. Ich meine, ich bin gerade in so einer Übergangsphase, Ende Studium, dann bald Anfang Job, auch YouTube mache ich alles ganz anders, habe aber auch hier, und das muss man sich wieder eingestehen, viele falsche Entscheidungen getroffen im letzten Jahr und viele Sachen gegen die Wand gefahren und so weiter. Trotz allem versuche ich so ein bisschen eine Balance zu finden, habe mir das als höchstes Ziel gesetzt, versuche ein bisschen ruhiger an Dinge ranzugehen, optimistischer zu sein, mich weniger verrückt zu machen. Da spielen dann zum Beispiel auch solche Elemente wie jetzt die Planung oder auch Meditation oder sehr viel mehr Sport mit rein. Also es ist wirklich, ich habe letztes Jahr quasi keinen Sport gemacht und dieses Jahr bis zu 5-mal pro Woche verschiedenste Sportarten wie das Skaten, Fitnessstudio, Joggen. Ich fühle mich so viel fitter, ausgeglichener und ich sehe nicht mehr so aus wie ein, sag ich mal, aufgequollener Informatiker-Knilch. Das kommt auch positiv hinzu. Also ja, so ein bisschen diese Standfestigkeit wieder zu finden, das hat mir extrem viel gebracht. Aber gut, lassen wir das Thema sein. Ich habe seit 3 Monaten keinen Podcast mehr hochgeladen. Was war denn eigentlich los? Ja, Leute, um ganz ehrlich zu sein, das Semester war, es war jetzt nicht langweilig, aber es war unglaublich ereignislos. Also die Semester davor, wo ich diesen Podcast gestartet habe, da war ja super viel los. Hier eine Projektarbeit, hier ein Seminar, da mal noch extra Kurse und so weiter. Da konnte ich echt immer auch aus meinem Alltag super viel erzählen. Aber um ganz ehrlich zu sein, mein Alltag, die letzten 12 Wochen, da oben ist ein Plan, wo ich immer abxe, wenn so eine Vorlesungswoche durch ist, war mein Alltag, ich gehe in die Uni, ich höre einer Vorlesung zu, ich gehe wieder zurück, ich mache irgendwas anderes. Also irgendwas anderes kann auch sein, dass ich mich mit dem Stoff beschäftigt habe, also es ist nicht so, als hätte ich quasi dann Uni sein lassen, aber es war wirklich nur Vorlesungen besuchen. Gut, symmetrische Verschlüsselungsverfahren, habe ich jetzt genug drüber geredet. Das ist sowieso raus. Wir haben Next Generation Internet als Vorlesung gehabt, IPv6 und alles, was so in der Zukunft des Internets kommt, was aktuelle Standards sind, wo sich Dinge ändern, wo sich Dinge eben nicht ändern, weil das Internet ein riesen Flickenteppich ist, wo man sich wundert, dass es überhaupt zusammenhält. Das ist so ein bisschen die Vorlesung gewesen. Dann, ich habe es gerade eben schon gesagt, mein letztes BWL-Modul, Innovation Management heißt das. Und ja, es ist schon spannend, aber es ist halt viel Überschneidung, wie ich es gerade eben schon gesagt habe. Dann haben wir meine Lieblingsvorlesung, Software, Architektur und Qualität.
das ist so genau das, was mir Spaß macht. Also das ist auch an dem Institut, wo ich meine Masterarbeit machen will. Es wundert hier niemanden. Da gehe ich richtig drin auf, das macht richtig Laune. Und dann zum Schluss habe ich noch fortgeschrittene Objektorientierung, wo ich wirklich einfach nur drin sitze, um ein paar letzte Lücken zu füllen, weil da will ich die Prüfung gar nicht machen. Ja, und das war's, ne? Also es ist wirklich, das Einzige, was ansonsten noch passiert ist, ist, dass ich vor kurzem mal bei einem Seminar war zum Thema Meeting-Kultur, also wie man Meetings gut moderiert, wie man die abhält. Das ist auch genau das, wo ich gerade erzählt habe, wo die Leute gelobt haben, wie selbstsicher ich vor der Menge gesprochen habe. Aber das war's dann auch. Also es ist wirklich, das war auch einer der Hauptgründe tatsächlich, warum so lange kein Podcast kam, weil irgendwie, also studieren war es echt nicht wahnsinnig ereignisreich. Rückblickend muss ich sagen, wäre es klug gewesen, so den ein oder anderen Theme-Talk so wie heute mit reinzuziehen. Denn die Liste ist wirklich noch sehr lang. Ich habe sehr viele Anfragen auch noch aus der Anfangszeit dieses Podcasts, über was ich alles sprechen kann. Das heißt, vielleicht sollte ich das in Zukunft mal mehr machen. Aber so mein eigenes Studium aktuell ist wirklich sehr linear. Ich glaube, linear trifft es sehr gut. Ich komme jetzt in die Prüfungsphase. Ich habe jetzt noch genau zwei Prüfungen. Eine schriftliche, eine mündliche, die außerhalb von besagtem Institut sind, wo ich meine Masterarbeit machen möchte. Dann habe ich nur quasi dort interne Sachen. Und ja, dann Ende des Jahres beginne ich dann mit der Masterarbeit, wenn alles gut läuft. Und dann, wie gesagt, also ich bin ein bisschen zurückgeworfen jetzt durch diese Geschichte, weil ich mich da eben wieder fehlkalkuliert habe und deswegen wohl vielleicht noch ein bisschen länger brauche, um die letzten Prüfungen noch abzuschließen oder halt einfach mal ein bisschen ranklotzen muss. Aber ich bin super optimistisch. Also auch wenn es mich zurückgeworfen hat und am Anfang der Woche, wie gesagt, ein bisschen fertig gemacht habe, ich mich ein bisschen zu sehr verrückt gemacht habe, bin ich jetzt froh, diese Entscheidung getroffen zu haben, diesen Fehler gemacht zu haben. Und sag ich mal, der Outcome davon ist jetzt super positiv. Erstens, ich kriege das Zertifikat quasi trotzdem noch, so wie es aussieht. Und zweitens, ich kann jetzt stattdessen Dinge machen, die mich noch mehr interessieren und die auch tatsächlich dort liegen, wo meine Stärken liegen. Und habe es wirklich so geschafft, als Gewinner hier aus dieser Situation, wie aus all diesen anderen Situationen, die ich heute beschrieben habe, rauszugehen. Und das auch echt nur, weil ich den Fehler angenommen habe und da sind wir beim Titel, mich nicht zu verrückt gemacht habe, Dinge nicht zu ernst genommen. Ja, meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende der heutigen Episode angekommen. Ich würde mich sehr, wirklich sehr freuen, wenn wir es schaffen. Ich meine, dieser Podcast ist auf vielen verschiedenen Plattformen, aber ihr wisst, ich bin eigentlich YouTuber. Wenn wir es schaffen, in den YouTube-Kommentaren irgendwie so ein bisschen eine Kultur der Unterhaltung zu schaffen. Denn ich glaube, nicht nur von meiner Story, sondern auch von euren Stories können gerade Leute, die Probleme in einem der heute genannten Bereiche haben, extrem viel lernen. Lass mal ein bisschen erzählen, wo seid ihr überall in dieser Art auf die Schnauze gefallen, weil ihr Dinge überkompliziert habt, vom Weg abgekommen seid, Dinge zu ernst genommen habt, euch Fehler nicht eingestanden habt, euch selbst belogen habt. Seid da gerne mal in den Kommentaren ein bisschen offen und diskutiert miteinander, weil ich glaube, das ist echt so eine der Lehren, die man mitnimmt und die, sage ich mal, auch was die Persönlichkeitsentwicklung angeht, einen echt voranbringt im Studium. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen, fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören und sehen uns nicht erst in 3 Monaten wieder. Macht's gut, Leute. Ciao.